Der erste FC Saarbrücken hat in den letzten drei Regionalligaspielen jedes Mal gewinnen können, sich an der Tabellenspitze festsetzen, das wäre absolut drin gewesen. Gestern Abend war Kaiserslautern 2 zu einem vorgezogenen Spiel zu Gast im Ludwigspark und die haben den Tabellenspitzenplänen des ersten FCS erstmal einen Dämpfer verpasst. Eigentlich hatte die Mannschaft von Trainer Dieter Ferner gut begonnen, war im ersten Abschnitt spielbestimmend, doch die wenigen Chancen resultierten fast ausnahmslos aus Standardsituationen. Aus dem Spiel heraus lief nicht allzu viel zusammen. Die 4000 Fans trotzdem hoffnungsfroh, schließlich hatte der FCS in den letzten Partien wenigstens hinten immer sicher gestanden. Doch in der 41. Minute nutzte Alper Akkam einen Stellungsfehler von Markus Mann in der Viererkette und traf zum zu diesem Zeitpunkt glücklichen Führungstreffer für die Pfälzer. 0:1 zur Pause und unter den Augen der Erstbundesliga-Frauen des FCS sorgte die Lauterer Zweitligareserve nach diesem Freistoß in der 53. Minute durch Enis Saiti für die Vorentscheidung. Ein unhaltbarer Sonntagsschuss am Mittwoch. FCS-Torhüter Michael Müller ohne reelle Abwehrchance. Danach Auflösungserscheinungen bei den Blau-Schwarzen, die man so seit dem Katastrophenspiel gegen Elversberg zu Saisonbeginn eigentlich nicht mehr gewohnt war. Das 0:3 durch Ricky Pinero mit freundlicher Unterstützung der FCS-Defensive. Die kleinen roten Teufel, also Spielverderber im Ludwigspark. Die Serie von 3 FCS-Siegen in Folge auch deswegen gerissen, weil diesmal zum Vermögen auch noch Pech hinzukam. Wir sind natürlich enttäuscht, ist auch normal nach so einer Leistung. Die Zuschauer sind enttäuscht, bei denen müsste man sich eigentlich entschuldigen. Bereits am Samstag kann sich der FCS auswärts in Mainz rehabilitieren.